Du stehst stundenlang auf der Driving Range, aber dein Spiel will sich einfach nicht verbessern? Dann bist du bei diesem Video hier genau richtig, denn heute gebe ich dir meine Top 3 Übungen für effizientes Training. Ich habe diese drei Übungen schon an Hunderten von Schülern angewandt und jeder einzelne hat sich verbessert. Solltest du neu auf meinem Kanal sein, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du ihn abonnierst und klick bitte auf die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Hi, mein Name ist Philipp von Einfach Besser Golfen und heute gibt es die Top 3 Übungen für die Driving Range. Und zwar unterteilt sich dieses Video in drei Teile. Teil Nummer 1 ist Schwungbahn und Tempo. Da möchte ich dir gern zeigen, wie du das eben verbessern kannst. Teil Nummer 2 oder Punkt Nummer 2 dieses Videos ist einer, nämlich den Bodenkontakt perfekt finden. Es ist wichtig, den Ball weder Boden aufzutreffen, noch den Ball zu toppen. Und Punkt Nummer 3 dieses Videos ist die Kontrolle der Schlagfläche. Über 80% der Richtungen fallen auf die Schlagfläche und dementsprechend ist es extrem wichtig, die Schlagfläche zu kontrollieren. Wollen wir gar nicht lang um den heißen Brei herumreden, fangen wir gleich an bei Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 1 eben, da geht es wirklich darum, Tempo zu kreieren und die richtige Schwungbahn zu finden. Und die beste Übung für alle rechtsspielenden Golfer, für alle Rechtshänder da draußen, ist die, Bälle einhändig mit der rechten Hand zu schlagen. Ich möchte gerne, dass die rechte Hand die Hand ist, die bei dir das Kommando übernimmt, denn damit hast du das Gefühl, damit kannst du die Schlagfläche irrsinnig gut kontrollieren. Meiner Meinung nach hat die rechte Hand zwei Hauptaufgaben, nämlich die, sie beschleunigt den Schläger, sie ist fürs Tempo verantwortlich. Und die zweite Aufgabe, sie kontrolliert die Schlagfläche. Was meine ich damit? Auf der einen Seite bringt die rechte Hand den Schlägerkopf nach unten und auf der anderen Seite macht die rechte Hand mehr oder weniger den Schlägerkopf gerade. Beides ganz, ganz wichtige Dinge und deshalb möchte ich dich bitten, geh auf die Range, tee den Ball bitte auf, da es eine komplexe Übung ist, tee den Ball bitte auf, da es eine komplexe Übung ist eben und fang an, Bälle einhändig zu schlagen. Auch wenn du das Gefühl hast, am Anfang ist es vielleicht relativ schwer, es wird sich von Mal zu Mal verbessern, das kann ich dir garantieren. Und dann, nach den ersten 10 Mal, wirst du herausfinden, dass einhändiges Schlagen mit der rechten Hand, mit einer stärkeren Hand, gar nicht so schwer ist. Und nun werde ich auf die Driving Range gehen und dir das Ganze wieder so ein wenig zeigen. Punkt Nummer 2, da geht es um den richtigen Bodenkontakt, beziehungsweise den Bodenkontakt zur richtigen Zeit. Also ich möchte gerne, dass du den Ball zuerst triffst und danach erst den Boden. Und das ist ganz, ganz wichtig, um wirklich einen Druck am Ball zu bringen. Und meine absolute Lieblingsübung ist die. Ich möchte gerne, dass du dir vom Ball nach hinten runter, Richtung deinen Füßen, eine senkrechte Linie vorstellst. Alles, was rechts dieser Linie ist, ist rot. Rot verbinden wir Menschen im Normalfall mit etwas Schlechtem und alles, was links der Linie ist, sollte für dich grün sein, imaginär. Und Ziel ist es, den Schläger zuerst aus neutraler Haltung auf die linke grüne Seite für uns rechtsspielende Golfer zu bringen. Denn dann wirst du eines intuitiv sehr, sehr gut machen, nämlich das, dass du dein Schwungzentrum Stern und Brustbein nach vorne, nach links bringst. Und das wiederum hilft dir, einen perfekten Kontakt zu bekommen. Fang an mit ein paar Probeschwüngen, wo du dich hinstellst und ein paar Mal nur versuchst, eben in den imaginären grünen Bereich zu kommen, damit du einfach lernst, den Schlägerkopf einmal so ein wenig zu kontrollieren, damit du lernst, den Bodenkontakt an der richtigen Stelle zu finden.
kommen wir nun zu Punkt Nummer 3, kommen wir nun zur Übung Nummer 3. Was du für Übung Nummer 3 zusätzlich zu deinem Schläger noch brauchst, ist eines, ein Alignment-Stick, Tour-Stick oder wie auch immer du das nennen möchtest. Denn der soll dir nun helfen, deine Schlagfläche besser zu kontrollieren. Denn das, wie bereits erwähnt, ist der Punkt, der wichtigste Punkt in Übung Nummer 3. Und ich möchte gerne, dass du diesen Alignment-Stick links zu deinem Schläger als rechtsspielender Golfer dazu greifst. Und nun möchte ich dich bitten, mach ein paar Schwünge, zuerst ohne Ball und vielleicht mit halber Geschwindigkeit, ohne dabei deinen Körper zu berühren. Denn das ist das Ziel der Übung. Würdest du mit den Händen zu früh zuschlagen, was definitiv eine sehr, sehr schlechte Sache ist, denn damit würdest du deine Schlagfläche schließen, öffnen, was auch immer, auf alle Fälle in alle möglichen Himmelsrichtungen drehen und damit wiederum wäre es fast unmöglich, die Richtung konstant gut zu bestimmen. Also das Ziel dieser Übung ist eines, nimm diesen Alignment-Stick, greif ihn links bei deinem Schlägerschaft als rechtsspielender Golfer dazu und mach ein paar Schwünge, ohne dabei deinen Körper zu berühren. Zuerst mit Halbgas und dann mit Ball auch mit Halbgas. Was wichtig ist, das ist wieder eine komplexe Übung, deshalb möchte ich dich bitten, leg den Ball bitte aufs Tee. Fang an, ein paar Schwünge zu machen und solltest du diese Übung ohne Ball ganz gut beherrschen, dann bau den Ball mit ein. Und ich werde wieder auf die Range gehen und dir das Ganze so ein wenig vormachen, ein wenig zeigen. Abschließend möchte ich mich wie immer wahnsinnig bei dir fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, dass du heute noch rausgehst, spätestens morgen, und diese drei Übungen sofort nachmachst auf der Driving Range, um eben dein Golfspiel zu verbessern. Schau vorbei auf meiner Facebook-Seite einfach besser golfen und natürlich solltest du hier neu sein, dann vergiss bitte nicht, meinen Kanal zu abonnieren und neben auf die Glocke zu klicken, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ich wünsche noch einen ganz schönen Tag, wünsche dir viel Spaß bei deinem nächsten Training mit diesen drei Top-Übungen und kann nur noch eines sagen, schönes Spiel. Ciao. Until you find your way back home.